Was gefällt dir am Land Syrien am besten? Das ist wirklich eine gute Frage. Was fällt mir in Syrien am besten? Das ist wirklich ganz klar, weil du hast natürlich nur negative Bilder davon im Kopf. Ja, vielleicht können wir das ja ändern. Ja, genau. Was ich über Syrien gelesen habe, ist das, obwohl es ein arabisches Land ist und man ganz viele schlechte Bilder von arabischen Ländern im Kopf hat, dass die Leute, die dort gelebt haben oder dort leben, eine sehr säkuläre Gesellschaft eigentlich gebildet haben und eine sehr lebenswerte Gesellschaft hatten, bevor halt die ganze Scheiße losgegangen ist. Ansonsten weiß ich wirklich zu wenig über Landschaft etc. Also oder was jetzt Besonderes dafür war. Das heißt, mit Syrien ist mir nicht so auf dem Schirm gewesen. Okay. Gibt noch, was mir noch einfällt, es gibt, habe ich auf dem Weihnachtsmarkt kennengelernt, es gibt eine weltberühmte Seife aus Aleppo, die immer noch produziert wird, trotz Krieg. Die sind so würfelförmig, grün und aus Olive und so weiter, und die müssen wohl, die müssen wohl wirklich berühmt sein. Kannst ja mal googeln. Und das ist irgendwie, da ist kein Krieg und die schaffen das immer noch, das zu produzieren. Das ist so eine kleine Randnotiz, was ich weiß, aber. Was gefällt dir an Syrien am besten? Ich war noch nie dort, aber ich kenne zwei Syrer jetzt. Das sind beides Kollegen meines Mannes und sehr nett. Da das quasi das Einzige ist, was ich aus Syrien kenne, würde ich sagen, die Leute. Gut, das ist eine Antwort. Du hast ja schon mal zwei kennengelernt und die findest du sympathisch. Also würdest du sagen, das ist im Moment das, was dir am besten am Land Syrien gefällt? Ja, weil ich einfach nicht mehr kenne. Ich kann keine Meinung bilden zu etwas, was ich nicht kenne. Ich war noch nie dort, ich kenne nur die Medienberichte. Und das ist im Allgemeinen ja viel mit Krieg und Bomben und hast du nicht gesehen. Das gefällt einem natürlich alles gar nicht. Ist ja klar. Hat ja aber nichts mit dem Land Syrien zu tun, sondern das ist ja quasi nur der Austragungsort. Und Genau. ansonsten weiß ich, kenne die Musik nicht. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich schon mal, also jedenfalls nicht bewusst syrisches Essen gegessen hätte. Könnte jetzt nicht sagen, ob ich Kunst daher kenne oder irgendwas in der Richtung. Deswegen bleibt nur die Menschen, die ich kenne. Das sind zwei junge Männer. Die sind beide sehr nett. Der eine ist gläubig, gläubiger Muslim, der andere gar nicht. Ja, wie gesagt, das sind zwei freundliche Menschen. Insofern kann ich sagen, die Menschen, die ich kennengelernt habe zumindest. Vielen herzlichen Dank. Was magst du an Syrien am liebsten? An Syrien, ich mag den Namen der Hauptstadt. Okay. Damaskus, klingt super, oder? Das klingt toll, kann man nicht anders sagen. Also den Namen der Hauptstadt. Ja, gut, das ist ja schon mal was. Fällt dir noch was ein? Ich mag viele Syrer, die jeden Tag zu mir in den Laden kommen, um ihre Prepaid-Handys aufzuladen. Die sind alle freundlich, alle nett, alle zuvorkommend. Ah, das habe ich schon mal gehört. Und ich kann da nur Gutes berichten. Noch was? Was ich an Syrien mag, da habe ich mir echt noch nie Gedanken drüber gemacht, wirklich. Nee, auf die Schnelle fällt mir nichts mehr ein. Okay, das war's schon. Was gefällt dir an Syrien am besten? Syrien kenne ich überhaupt nicht, deswegen kann ich dazu tatsächlich nichts sagen. Also das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ein Klassenkamerad von mir tatsächlich in den 80er Jahren mal eine Zeit lang in Syrien gewesen ist, weil sein Vater oder seine Mutter waren damals irgendwie Diplomaten dort gewesen. Er hat auch ein ganz klein bisschen von dort erzählt, aber das war alles so in die Richtung, ja, Tausend und eine Nacht. Also im Prinzip jetzt, wir waren ja auch Kinder gewesen, da hat man ganz andere Eindrücke davon. Also es war nichts in dem Sinne Spektakuläres, auch nicht viel, woran ich mich heute noch erinnern könnte. Was gefällt dir an Syrien am besten? Ich habe eine Bekannte, die mit Flüchtlingen arbeitet. Und es hat mich wenig überrascht, dass sie sagte,
von allen, die in dem Aufnahmelagern, wo auch immer sie Flüchtlinge kennenlernt, die Syrer die höflichsten von allen sind. Mhm. Und hat mich nicht überrascht. Okay. Weißt du auch was übers Land, von dem du sagen könntest, dass es dir besonders gut gefällt? Ich weiß doch relativ wenig. Ich weiß, dass sie relativ gut ausgebildete Leute haben, dass sie eigentlich relativ auch westlich orientiert waren, also gar nicht so, was man vermeintlich glaubt, arabisch und streng, sondern relativ weltoffen und dass sie uns recht nah sind, glaube ich. Also sie sind uns nicht fremd, auch gar nicht von der Kultur. Das würde ich sagen, gefällt mir tatsächlich an Syrien. Mehr weiß ich aber über das Land tatsächlich nicht. Was gefällt dir am Land Syrien am besten? Das ist eine gute Frage. Ich war noch nie in Syrien. Mhm. Weißt du was über Syrien? Was weiß man über Syrien? Letztendlich das, was irgendwo durch alle Kanäle geistert. Also Krieg, Assad, Stellvertreterkrieg. Ja. Das sind Amerikaner und der NATO, sage ich mal. Aber was mir an Syrien gefällt, wie gesagt, ich war noch nie in Syrien, von daher kann ich das schlecht beantworten. Hm. Auch noch nichts Schönes über Syrien gelesen, abgesehen von den unangenehmen Dingen, die du ja beschrieben hast und die ja allgegenwärtig sind? Wenn ich ehrlich bin, nee. Also es ist so ein Land, womit man sich eigentlich vorher nie befasst hat, bis es irgendwo in den Nachrichten breit getreten wurde. Und wenn man sich dann mit Syrien befasst, ja, dann eigentlich mit der jetzigen Gegebenheit, also Geschichte und so weiter. Aber mit dem Land an sich, also es gibt sicherlich Länder, wo ich mich mal mit befasst habe, aber Syrien habe ich mich ehrlich gesagt, oder ganz allgemein mit dem Nahen Osten habe ich mich nie wirklich irgendwo befasst. Kann ich also nicht sagen, was mir daran gefallen würde. Es ist sicherlich ein wunderschönes Land, also ich nehme mal an, dass es da wirklich tolle Ecken gibt, aber kann ich nicht beantworten. Was magst du an Syrien am liebsten? Tatsächlich kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich nicht so sonderlich viel über Syrien weiß. Mhm. Beziehungsweise das, was ich wüsste, wäre aus Zeitung. Ich kann was sagen. Ich habe meine, das ist zwar jetzt sehr persönlich, aber ich habe eine gute Freundin, die Syrerin ist. Mhm. Und die mag ich sehr gerne. Okay. Das ist jetzt nicht unbedingt Syrien, aber das ist zumindest damit in Verbindung gebracht. Das ist durchaus in Assoziation mit Syrien, klar. Ja. Fällt dir spontan noch was ein, wenn du kurz in dich gehst? Tatsächlich nichts anderes als etwas flachwirkend gesagt, dass ich den Namen der Hauptstadt sehr gerne mag. Ah, das hat ein anderer auch schon gesagt. Ja, okay. In der Tat, ja. Ansonsten, wie ich schon eingangs gesagt habe, muss ich gestehen, kann ich jetzt so nichts irgendwie darüber sagen, tatsächlich. Was gefällt dir an Syrien am besten? An Syrien gefällt mir im Moment eigentlich gar nichts. Ich glaube, das Klima ist nicht gut. Die politische Situation dort ist alles andere als wünschenswert. Und auch die Zukunftsperspektiven für das Land sind nicht so goldig. Ne? Ansonsten gefällt mir an Syrien, dass es offensichtlich versucht, sich gegen den Assad zu wehren. Dass das jetzt alles so völlig aus dem Ruder gelaufen ist, ist nicht die Schuld der Syrer. Man könnte vielleicht zusammenfassend sagen, was mir an Syrien am besten gefällt, sind die Syrer. Was magst du am Land Syrien am liebsten? An Syrien? Oh Gott, ich habe überhaupt keinen Bezug zu Syrien. Ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Aleppo,
Die Seife? Also ich kann nichts sagen. Ich war noch nie dort. Es gibt nichts Liebstes. Ich habe keinen Bezug. Was gefällt dir an Syrien am besten? Ich weiß nichts über Syrien. Okay. Ich weiß nur das, was die Medien uns sagen, und da glaube ich nicht unbedingt dran, dass das der Wahrheit entspricht. Mhm. Denn inzwischen bin ich sehr skeptisch in Bezug auf Medienmitteilungen, die ein bestimmtes Bild eines Landes, zum Beispiel auch Syrien, darstellen, was wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Wirklichkeit ist. Okay. Gut, also du kannst letztlich jetzt im Augenblick nichts konkret benennen, was dir besonders an Syrien gefallen würde. Nee, kann ich nicht. Alles klar, vielen herzlichen Dank. Ja, gern geschehen. Was gefällt dir an Syrien am besten? Palmyra, die gastfreundschaftlichen Leute. Ich hatte dort einen schönen Urlaub mit meiner Familie. Ah, okay, gut. Du kennst das Land also ein bisschen. Ja, also ein bisschen. Ich glaube, wir waren 1 oder 2 Wochen. Damaskus fehlt natürlich auch was. Damaskus, natürlich. Der Suck von Damaskus. Wie kann ich den vergessen? Was gefällt dir an Syrien am besten? Der Klang des Namens. Der Klang des Namens. Mehr noch? Ja. Bei denen geht morgens die Sonne früher auf. Das müsste schön sein. Fällt dir noch mehr ein? Was fällt mir noch ein? Natürlich fällt mir jahrelanger Konflikt ein, Krieg, die Schwierigkeit, an belastbare, fundierte Informationen zu kommen, dass man im Mitgefühl ist, aber nicht wirklich genau weiß, was da wirklich los ist. Das finde ich sehr schwierig. Gut, das sind jetzt also weniger Dinge, die dir gefallen, sondern mehr Dinge, die dir nicht gefallen. Stimmt, das ist jetzt eher die Assoziation, klar. Was gefällt dir an Syrien am besten? Viele von den Menschen, die ich kennengelernt habe, die daherkommen, sind sehr nett, freundlich und aufgeschlossen. Okay, also die Menschen im Wesentlichen. Viel mehr kenne ich von Syrien nicht, ich war noch nicht da. Und auch, naja. Sag mal, in meinem persönlichen Fokus ist es ja erst durch den Bürgerkrieg gerückt, und das sind natürlich keine schönen Bilder, die man mit seinem Land verbindet. Okay. Das war's schon. Das war alles. Ja. Oh. Was gefällt dir an Syrien am besten? Die Herzlichkeit dieser Menschen, die ich bisher aus Syrien habe kennenlernen können. Der Optimismus bei diesen Menschen, trotz dass ihr Land in Schutt und Asche liegt. Ich habe viele kennenlernen können, die gesagt haben, sie warten nur darauf, dass der Krieg endlich beendet ist und sie es wieder aufbauen können. Das hat mich sehr, sehr fasziniert. Ja gut, die Bilder, die ich früher von Damaskus gesehen habe, hatten mich eigentlich eher animiert, dieses Land mal besuchen zu wollen, weil ich fand es genauso interessant wie den Iran mal zu besuchen. Um sich einfach mal ein eigenes Bild von Land und Leute machen zu können. Ja, das ist jetzt, denke ich mal, erstmal bis auf Jahre ad acta gelegt, leider Gottes. Ja, das war's. Also die Menschen, also was mich in Syrien fasziniert sind bisher, ich habe leider nur die Menschen, die ich hier kennenlernen konnte. Ich habe mich ein bisschen engagiert in Kriegsstraße 200, das ist ein Erstaufnahme-Flüchtlingslager hier in Karlsruhe. Da habe ich sehr viele Syrer kennenlernen dürfen und die Menschen waren toll. Also wirklich, deswegen kann ich nur sagen, die Menschen bisher.